Hey Leute und willkommen zur nächsten Runde von Dead in Vineland. Wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und ich mach mal kurz ein bisschen mehr davon. Wasser müsste eigentlich reichen. So, wir sind am Arm, das heißt, wir können jetzt hier eh nicht mehr viel machen. Der Nachteil, den wir jetzt gerade haben, übelst viele unserer Leute haben irgendwelche Flüche, weil wir in der letzten Folge 1000 Sachen ausprobiert haben. Unmut, Kannibalenfluch, Pferdefluch. Der hat einen gebrochenen Arm. Bei dir ist noch alles gut. Das heißt, wir haben sie wenigstens zum Kämpfen. Sie sieht auch richtig schlecht aus. Da werden wir erstmal ein paar Tage brauchen, bis das alles weg ist. Er hat auch Albträume, ist verstört. Er hat sogar einen Husten. Also wir sind momentan echt nicht gut besetzt. Selbst sie hat einen gebrochenen Arm. Das heißt, ich habe bei der Expedition mal auf Tarnung gelegt und habe mal die Kari rausgenommen, komplett. In der Hoffnung, dass wir einfach keinen Kampf bekommen jetzt in der nächsten Zeit, bis sich das erstmal alles wieder so ein bisschen gelegt hat. So, er sucht Knochen, das ist okay. Wir haben hier 100%. Training können wir nicht machen. Doch, könnten wir. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich mehr Energie. Buh. So, und dann ruht er sich aus. Machen wir es halt so. Weil für das Dings hat er jetzt keine Kraft mehr, ne? Ne, okay. Okay, aber er hat trainiert. Alles ist schön. So, der ruht sich aus. Das ist auch okay. Morgen ist das Tribut. Und wir haben eigentlich noch genug Obst. Es sei denn, in der Nacht verdirbt jetzt wieder alles. Nochmal ein Problem. Oh nee, nicht schon wieder. Gib mir noch eine Flasche, Eirik, wärst du so nett? Ich denke, du hattest genug. Oh Gott, der Typ, der hört aber auch nicht auf. Alkoholiker, oh Mann. Du trinkst in letzter Zeit zu viel Knut. Ich weiß, hältst du mich für blöd? Ich denke, du bist traurig. Ich habe es richtig vermasselt. Oh shit, ey. Das ist nur wegen dieses verdammten Beins und dieser verfluchten Hexen. Erklär ihm das Leben. Das wird er wahrscheinlich eh nicht verstehen. Du gibst den falschen Leuten die Schuld, Knut. Du hättest deine Wut nicht an deiner Frau auslassen dürfen. Du hast dich dazu entschieden. Nachdem du dein Bein verloren hast, hättest du dieses neue Leben mit deiner Frau und deinen Kindern annehmen können. Aber stattdessen hast du es abgelehnt und der Welt dafür die Schuld gegeben. Ich habe die Schrecken der Schlacht selbst erlebt und glaube mir, ich würde mein Bein dafür hergeben, wenn das bedeuten würde, dass ich für immer auf dieser Insel in Frieden leben könnte. Hui. Das hätte ich ja nicht gedacht. Tsching. Ah, oh Gott, alle, wirklich alle. So wie zum Thema Wasser. Wir haben noch gute Mahlzeiten. Was haben wir noch Schickes? Die will ich nicht nehmen, aber wir haben sogar noch ein bisschen Obst hier. Perfekt. Dann geht es auch allen ein bisschen besser. Ja, die ganzen Flüche hauen jetzt hier übelst rein. Ja, wirklich alle haben irgendwas. Schade. Ja, jetzt ist das Wachhund-Dings abgelaufen. Blutung ist weg, das ist schon mal gut. Blaue Flecken sind weg. Das ist schon mal gut. Er ist betrunken. Oh Mann. Eieiei, Erschöpfung.
Ja, hier muss auf jeden Fall sich mal ausruhen. Wir haben 9 verloren. Das geht noch. Das müsste gehen. Ja, wir haben genug. Oh, es ist trocken. Shit. Trocken ist shit. So, die machen das. Der ruht sich aus. Das ist okay. Die beiden gehen nochmal Obst sammeln. Ein letztes Mal. Weil, wenn wir hier mal raufgucken, das Erntelager. Das ist übelst abgelaufen hier. Erschöpfung steigt ins Unermessliche. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber einmal müssen sie noch durch und dann sollte das eigentlich erledigt sein, das Thema. Wie sieht es mit dem Bergbau aus? Das wird auch nie wieder ordentlich werden. Aber wir haben noch genug da, das ist okay. So, ich würde sagen, wir machen. Halt, einen Moment. Ja, das können wir auch noch nicht machen. Wir machen einfach mal weiter. Das war wichtig. Oh, das gibt's nicht. So, noch mal 13 Obst bekommen. Sehr schön. Einen neuen Ort entdeckt. So, Hauptsache ohne Kampf. Okay. Klopf, klopf, meine kleinen Boy. Was, Baby Otter? Schon da bei Frick. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich weiß, dass du tief im Inneren froh bist, mich zu sehen. Das bedeutet nämlich, dass du am Leben bist. Hahaha. Und auch, dass dieses Stück Scheiße noch am Leben ist. Kommen wir schnell zur Sache. Wir haben keine Zeit für deine Witze. Ilof schielt mit seinem bösen kleinen Auge zu Eirik und lächelt ihm mit einem zahnlosen Lächeln zu. Ihr habt keine Zeit, na, das werden wir ja sehen. Heute habe ich gute Nachrichten für euch und schlechte Nachrichten. Oh oh. Die schlechte Nachricht sind, dass unser Meister Björn, gepriesen sei sein Name, nicht zufrieden mit euch ist. Er hat beschlossen, den heutigen Tribut auf 60 frisches Obst anzuheben. Was? Aber das ist nicht fair. Das Leben ist eben hart. Boah, das. Und die gute Nachricht? Die guten Nachrichten sind, dass Elof euer Freund ist. Manchmal will ich meine Freunde aber einfach nur umbringen. Ich werde euch etwas mehr Zeit geben, um das Obst zu sammeln, das vielleicht noch fehlt. Ihr müsst euch aber beeilen. Andere betteln um meine zauberhafte Gesellschaft. Also bringt mir das Obst. Ja, wir haben noch 60. Da, dein verdammter Tribut, jetzt lass uns in Ruhe arbeiten. Puck. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Siehst du, wenn ihr euch richtig Mühe gebt, dann könnt ihr auch richtig nützlich sein, meine kleinen Ponys. Für eure Mühe, da, nehmt diesen Apfel. Als Kari auf Elof zugeht, um den Apfel zu nehmen, wirft ihn Elof so weit wie möglich weg. Geh, hol's, Kari, hol's. 40 frisches Fleisch. Wie, was trinkt nicht? Hä? Ich hole den Apfel. Sind wir jetzt also noch nur noch Tiere? Ah, depressiv. Fuck. Unsere Lage verbessert sich kein bisschen. Oh nein, es werden doch nicht alle depressiv hier. Ich bin noch dabei, ich bin noch dabei. So, irgendwas haben wir hier entdeckt. Wir sind fast durch. Wir haben fast alles erforscht. So, hier ist noch ein See. Mit einer Angelstelle. Wir tauchen mal. Frisches Wasser. Durchsuche das Wasserbett. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ein Glücksamulett. Yay. Und diese wird komplett weg. No. Okay, das war nicht so klug. So, er hat nichts zu machen.
Wir haben hier auch gar nichts draufgelegt. Das müssen wir auch mal ändern. So, du geh mal weiter Steine abscheffeln. Du machst dann das hier weiter. Seht da, die Fallen habe ich auch gar nicht mehr kontrolliert. So, Seile haben wir eigentlich noch genug. Vier von den Kugeln, das ist auch ganz wichtig. Das haben wir auch noch genug. Wir haben sogar noch ein uraltes Wissen. Ich glaube echt, wir machen einfach mehr von diesen Salbeitränken. Ich glaube, die helfen uns nachher richtig viel. Aber es kostet auch uns immer Wasser. So, er macht das fertig. Du holst weiter Knochen. So, die brauchen jetzt nicht mehr ernten. Das heißt, das ist auch noch nicht besser. Keine Ernte möglich. Wir können noch mal kochen. Und du kümmerst dich um deine Schäfchen. Perfekt. So, und das Erntelager lassen wir jetzt mal kurz ein bisschen nach oben frischen. Kräuter sind okay. Kochen. So, wir brauchen Fleisch. Machen wir es mal so. Und hier können wir. Wir brauchen mal Salz. Moment. Alle Fische. Zack, da baumeln sie. Okay, die machen das. Hier ist keiner. Wie gesagt, wir können immer noch nichts machen, bis die nicht alle erstmal wieder ein bisschen geheilt sind, mehr oder weniger. Das heißt, wir machen einfach weiter. Steinschmiede. Okay, bringt jetzt nicht so viel, aber immerhin. Sinkt halt die Erschöpfung. Oder steigt nicht so stark, eher so. Aber es klappt immer mit einem Rutsch, das ist schon mal ganz gut. Sehr schön. Wieder einen neuen Ort entdeckt. Eine mysteriöse Höhle. Oh, ich will nicht dahin. Erstmal. Die müssen erstmal ihre ganzen Flüche hier wegbekommen. Ja, wir müssen leider erstmal ein paar Tage hier so durchkommen. Was kann man denn mit ihr noch machen? Kann ja mit Knut zusammen Bergbau machen. Plündern ist auch nicht gut. Ist echt nirgendwo gut, ey. Wir brauchen mal hier eine zweite Pflanzensammlerin hier. Das wäre, glaube ich, noch ganz gut. Dann machen wir sie erstmal hier mit hin. Pff. Bringt eh nichts. So, was können wir denn hier noch bauen, was irgendwas bringt? Hier verschwenden wir weniger Holz. 50% negativ bei Charakter Sturm. Ich glaube, das ist ganz praktisch. Und du machst einfach wieder so einen Salbeitrank. Okay. Essen haben wir, das haben wir. Dann würde ich sagen,
wie gesagt, wir mehr oder weniger rushen jetzt erstmal kurz durch. Also, nachdem ich mir jetzt diesen ganzen Müll angehört habe, kann ich jetzt mit dem Schwert trainieren? Nein. Oh. Wenn du meine Lektion nochmal als Müll bezeichnest, dann sind wir fertig. Och, Mano, Kari. Nicht, du musst stärker werden. Okay, es tut mir leid. Dann mach weiter. Langweil mich noch zu Tode. Och, Kari. Die heutige Lektion behandelt dein Djinn, etwas, das dir eindeutig fehlt. Also hör gut zu. Ein Ritter ist in der Schlacht ein furchterregender Krieger, der seinen ganzen Zorn nutzt, um seine Feinde zu bestrafen. Aber im Leben muss ein Ritter anderen gegenüber Mitgefühl und Freundlichkeit zeigen. Du triffst zum Beispiel jemanden, der dich nervt, der respektlos und ekelhaft ist und der dich um Hilfe bittet. Diese Person verdient dein Mitgefühl wie jeder andere, auch wenn sie sich die größte Mühe gibt, die nervigste Person auf Erden zu sein. Wer könnte das wohl sein? Das ist Schwachsinn. Wenn ich an der Stelle wäre, würde ich dieser Person nicht mal mit den Arsch angucken. Sie kapiert es einfach nicht. Ja. Ja, das war nicht so cool, die Lektion. So, das ist ja schon mal ein bisschen besser mit den Dehydrieren. Nicht ganz so viel Wasser verschwendet. Wir haben leider nicht für alle was. So, das sollte erstmal reichen. Ganze Leiden und Verletzen und alles. Nervös. Gebrochener Arm ist weg. So, jetzt können wir mit ihm zumal wieder kämpfen. Pferdefluch ist weg. Oh, sie hat Fieber bekommen. Shit. Albträume sind weg. Mit ihr könnten wir auch wieder kämpfen. Na, der, was mit dem hier passiert. Oh Gott, der kriegt wirklich jeden Tag betrunken, oder? Yikes. Das ist gut. Oh, sie ist ganz schön am Abkotzen. So. Oh, Regen. Regen ist gut. Das heißt, sie kann was anderes machen. Lol, ein trockener Tag hat gereicht. Krass. Das lassen wir jetzt aber erstmal noch. So, Moira. Was machst du denn? So, sie kann auf jeden Fall noch mal kochen. Das brauche ich gar nicht machen. Ja, wir haben aber nicht mehr zu viel Zeugs, leider. Wie sieht's denn hier aus? Können wir auf jeden Fall ein paar Sachen ernten. Dann machen wir Folgendes. Wir gehen mal sie ernten. Sie ruht sich aus. Er macht die Schafe weiter. Okay, die machen das, das, das. Aber jetzt müssen wir mal kurz nochmal gucken. Als Alkoholiker wird er wahrscheinlich 50%, dass er betrunken wird. Alter. Okay, also mit dem können wir hier gar nichts mehr anfangen. So, sie ist okay. Sie ist auch okay. Bei ihr müssen wir das Fieber wegkriegen. Dieser dämliche Fluch. Initiative hatte minus 1 durch die Depression. Shit. Okay, aber das Fieber müssen wir wegkriegen. Das macht auch was im Kampf schlimmer. Kämpfe. Das ist sie nur so. Tarnung.
Umgang mit Tieren. Haben wir hier noch Bergbau? Ui. Knutige Knut. Plündern. Da würde ich, glaube ich, Moira nehmen. Haben wir hier irgendjemanden, der Leiden ziemlich viel hat? Sie hier. Ja, passt noch am besten. Depression, das lassen wir mal. Verletzung wäre auch noch gut. Ne, lassen wir soweit erstmal. Ich werde es mal den Tag noch lassen, aber halt, eine Sache wollte ich ja machen. Gegenstand verwenden. Wir haben, glaube ich, kein Heilzeugs, ne? Nee. Schum, schum, schum. Oh, bitte, ey, lass funktionieren. Oh, perfekt. Fieber ist weg. Sehr gut. Okay, dann können wir beim nächsten Mal, ich würde den Tag wie gesagt noch warten und am nächsten Tag lassen wir sie beide wieder normal jagen, erkunden, so rum. Ausruhen. Die Frage ist, wie viel braucht man hier noch? Ne, wir machen einmal noch Holz, Knochen finden. Was könnten wir mit Moira machen? Pflanzen sammeln. Okay, go. Oh, er ist nicht fertig geworden. Aber hat ein Level abbekommen. Oh, das ist das einzig Coole am Regen. Ist auch nochmal Level up, ey. Aber schön wäre, wenn ihr nochmal ein Kind machen würdet. Oh, Eisen ist gut. Ah, shit, eine Begegnung. Er ist auf jeden Fall ja eh wieder fit und sie war sowieso fit. Okay, dann müssen wir die drei nehmen. Trotz Tarnung gibt es trotzdem den Kampf. Oh Gott, mein Gott, oh Gott. Sind da eigentlich relativ stark. Diese Dusselin. Kriegen wir vielleicht alle in eine Reihe, dann können wir hier so einen Pfeilregen und Berserkerangriff machen. Null Schaden, holy shit.
Sehr gut. Ich glaube, den Berserk-Angriff können wir nicht machen. Da müssen sie in der vorderen Reihe stehen, oder? Alle Gegner in der Nahkampfreihe. Schade. Kaboom. So, einen holen wir nach vorne. Nice. Mal schon mal einen weniger. Die ist so schlecht. Ich hasse die, ey, wirklich. Das Kari um 10 Längen besser als die. Okay, aber bis jetzt ist noch keiner ernsthaft verletzt worden. Alles noch ihre Rüstungswerte. Oder nicht? Oh doch. Na, der macht wohl nicht so viel Schaden. Einfach dasselbe wie vorhin. Vielleicht kriegen wir sogar einen Crit hin. Ne, schade. Schade, der Rest reicht nicht. Es wäre schön, wenn sie auch mal treffen würde. Na, sie hat kaum AP. Dann müssen wir mal ausweichen. Tick, tick, tick. So, einer noch am Leben. Okay, der Kampf ist doch relativ easy. Obwohl die halt auch ziemlichen Schaden rausdrücken können, wenn sie critten. So, ab nach vorne. Ich muss mir überlegen, ob ich doch Moira nehme. Und die halt immer buffe, die beiden. Weil die machen, trotzdem sie ziemlich tanky sind, immer noch Schaden. Na, schade. Okay, das war doch relativ easy. Muss doch keiner verletzt worden sein. War jetzt nicht so großartig, was da gefunden wurde, aber okay. So, erst Level up. So, Gewandtheit oder Mut? Was ist denn hier wichtiger? Dann eher Gewandtheit. Bringt jetzt alles nicht so was, aber So, die Frage der Fragen ist, ich glaube, wir stellen sie mal hier mit hin, damit er mit dem fertig wird. Bergbau. Angeln, war sie da nicht auch gar nicht so bad? Doch. Shit. Effektresistenz. Vielleicht, falls wir doch mit ihr kämpfen, machen wir mal doch das rein.
Aber sie hat auch noch übelst viele Debuffs. Er hat nur Husten, sie hat einen Husten, da ist mir egal. Sie ist wichtig. Dieses Depressiv muss weg. Sie hat nix, okay. Dann werden wir mit ihr wieder kochen. Wir können sogar wieder die richtig guten Dinger machen. Ich mache aber mal nur den Fisch. Der Rest ist okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Go. So, die müssten fertig werden. Jawohl. Eieiei. So, wir brauchen mal wieder ein paar Angelköder, habe ich das Gefühl. Fischlager. Das sollte reichen. So, es fehlt echt nicht mehr viel. Wir haben es fast durch hier. Schauriger Knochenhaufen. Untersuchen. Menschlicher und tierischer Knochen. Trotzdem durcheinander. Hast du das Gefühl, das ist eine gewisse Logik. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Herumschauen. Wir nehmen mal ihn hier wieder. Platziere mal einen Knochen. Segen der Knochen. Ich denke mal, ansonsten werde ich verflucht, ne? Ich nehme mal ihn hier. Mit ihm ist eh sowieso alles vorbei. Fluch der Knochen. Haha. Okay. So, Rezepte haben wir gemacht. Das heißt, sie kann. Oh Gott, was soll sie machen? Wir müssen unbedingt hier Pflanzen sammeln, verbessern. Das geht ja gar nicht. Dann kannst du ja auch hier einfach so machen. Das Feuer muss wieder hoch. Trinken ist okay. Wir brauchen Kräuterkundler, zwei Leute. Ja, unbedingt. Und immer weiter die Tränke machen. Irgendjemand total erschöpft oder so? Nee, ne? Nö. Okay, dann lassen wir den Tag mal noch Revue passieren. Gucken, was da noch irgendwas passiert. Hey Shauna, ich habe eine super abgefahren düstere Höhle gefunden. Oh Gott, nee. Nicht weit vom Lager. Gehen wir zusammen hin? Höhle, düster? Natürlich. Schleichen aus dem Lager und erreichen eine dunkle Höhle, die nur von Mondlicht beleuchtet wird. So abgefahren. Glaubst du, ein Bär könnte hier gelebt haben? Shauna wird nach Fußspuren suchen. Beide sprechen und lachen noch eine Weile. Sie wärmen sich am Lagerfeuer, das sie in der Höhle entfacht haben. Du hast mir nie über diese Narbe auf deinem Körper erzählt. Chichuka stach Shauna mit Messer in Hochzeitsnacht. Wow, dein Volk hat wirklich merkwürdige Traditionen. Keine Tradition. Tradition ist, dass Mann mit Braut ins Bett geht. Aber Shauna wollte nicht. Chichuka wird wütend, Shauna wird wütend. Sticht, weicht aus, tötet. Ich wusste nicht. Rennt weg weit, versteckt wie Rabe in der Nacht. Macht nicht so ein trauriges Gesicht, Katzenjunge. Shauna lebendig und Kari ist Freundin. Sieh, was Shauna aus dem Lager genommen hat. Bier? Bist du verrückt? Willst du probieren? Bist verrückt? Ja. Bei Hell, ja, her mit dem Fusel.
Sean und Tarik teilen sich eine volle Bierflasche. Sie wechseln sie nach jedem Schluck ab und trinken direkt aus der Flasche. Oh lol. Nachdem sie Kari ihr Herz geöffnet hat, fühlt sich Sean erleichtert, ihre Spannungen haben sich gelöst. Sie machen alberne Witze, sie lachen, sie tollen auf den Boden, ihre Sicht wird verschwommen. Als Shauna tollpatschig nach der Flasche greift, berührt ihre Hand Karis Hand. Oh, ist hier etwa eine Liebesbeziehung zwischen den beiden? Sie verharrt in einen Nebel verloren. Oh, jetzt geht's ja los hier. Sie fühlen sich alleine glücklich und verbunden. Unbefangen sanft treffen sich ihre Lippen, als Shauna nach der Flasche greift, die Kari hinter dem Rücken versteckt hält. Zeit steht still. Na, wenn wir hier nicht ein Liebespaar gemacht haben. Es dauert nur eine Sekunde, was? Bruchteil, dann springt Schauner auf die Füße, bevor Kari Chance hat, etwas zu sagen. Die erste im Lager gewinnt. Kari wird Schauner niemals fangen. Nervös. Tja, also wird doch nichts hier aus dem Pärchen hier. Oder sie macht so eine Dreiecksbeziehung. Wasser teilen. Zack. So, wir haben eine richtig gute Mahlzeit. Was bekommt sie hier? So. Okay, Trunken ist weg. Kater ist nicht gut. Die mal mit ihren Kater, ey. Okay. Müssen wir nochmal genauer gucken. Das sieht aber gut aus. Depression sieht auch gut aus. Perfekt. So, wir müssen mal die Buffs wieder nachfüllen hier mit dem Wachhund und dem Kampfhund. Das wird noch ganz wichtig. So, ein ganz normaler Tag. Das ist doch auch mal schön. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ist wieder ein bisschen nach oben gesprungen. Dafür ist unser Jagdlager jetzt langsam ein bisschen blöder. Aber ich denke mal, wir können jetzt hier beide wieder hinstecken. Und wir machen den Fokus auf Erkundung. Wir brauchen 40. Wenn ich nicht jage. Halt, wir können aber die Fallen mal überprüfen. Machen wir es lieber so. So, die sind fertig. Wie sieht es hier aus? Oh, da muss er auch ziemlich viel machen. Dann gehst du mal hier hin. Hey, ich will sie hier haben. Oh, Training, können wir noch nichts machen. Zehn, okay. So, das braucht sie eigentlich nicht mitmachen. Das heißt, wir stecken sie hier hin. Er macht hier weiter, okay. Da würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal wieder einen Cut rein. Der Plan sieht jetzt wie folgt aus. Wir erkunden jetzt quasi den letzten Rest der Map. Und dann gucke ich nochmal, dass ich die Sachen hier alle regel. Es ist ja eigentlich. Besiege Björn.
Wir müssen das Beleidigungsduell gewinnen. Und theoretisch fehlt uns noch eine Perle. Ich denke aber mal, die werden wir hier finden. Irgendwo, hoffentlich. Ansonsten ist ja hier eigentlich nicht mehr viel zu tun. Hier ist noch eine Höhle. Vielleicht ist hier auch noch irgendwo so eine Perle drin. Ach, hier stimmt, haben wir auch noch die Höhle. Machen wir aber in der nächsten Folge. Und dann, sobald wir das hier geregelt haben, besiegen wir Björn, steigen in den Krater rein mit hoffentlich der letzten Perle und dem kompletten Ausrüstungsset. Vielleicht, ich weiß nicht, was man vorher macht. Erst den Krater und dann Björn oder erst Björn und dann den Krater? Muss ich mal auch überlegen. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, immer schön ein Like oder ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.